Der ETV 216i ist dreimal schneller als ein normaler Stapler hier im Hause. Mein Name ist Harry Krauschner, bin 33 Jahre hier in der Firma Trixi angestellt. Trixi ist ein In- und Export für Heimtierbedarf. Wir setzen hier im Hause Trixi 160 Fahrzeuge ein. Also die Kommunikation zwischen Firma Trixi und Firma Jungheinrich ist sehr offen gestaltet. Also wir haben uns entschlossen, Firma Jungheinrich in dem Lithium-Ionen-Konzept zu unterstützen, da wir der Meinung sind, wir haben hier sämtliche Einsatzbereiche für diesen Stapler. Wir haben große, lange Strecken, wir haben Höhen, die wir bewerkstelligen müssen. Da geht es um Geschwindigkeit, um Wendigkeit und es geht darum zu sehen, wie weit hält das Versprechen der Lithium-Ionen gegenüber einer Nassbatterie. Dieses neue Design, das sticht gleich ins Auge. Als ich mich das erste Mal draufgesetzt habe und die ersten Paletten bewegt habe, ist mir sofort auch die Hubgeschwindigkeit aufgefallen. Das macht einen ganz großen Unterschied. Es wurde wohl gesagt, es sind 23%. Gefühlt sind das locker 50%. Also ganz klar, wenn ich mit der Gabel vorausfahre, habe ich einfach durch den wesentlich größeren Platz ein besseres Sichtfeld auch auf den Boden und auf die Paletten, die auf dem Boden stehen. Wir besitzen schon ERIs in Lithium-Ionen-Technik und wir haben dadurch weniger Stromspitzen hier im Hause. Und Stromspitzen weiß ein jeder, die kosten Geld. Ein anderer Stapler wird einfach mal leer und hat nicht die Performance des Wiederaufladens wie Lithium-Ionen. Das ist einfach maßgeblich. Das ist uns hier im Hause wichtig, dass unsere Fahrer sich auf dem Gerät 8 Stunden lang wohlfühlen.